Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch eine Philips Hue Bewegungsmelder. Ich habe Bewegungsmelder schon oft eingesetzt in Häusern und zwar fand ich es immer sehr praktisch, wenn man in Haus oder Wohnung reinkommt und man hat die Hände voll und macht gerade die Tür auf und dann ist vielleicht der Hund noch im Weg, dass man dann nicht den Lichtschalter suchen muss, sondern dass dieser Bewegungsmelder im Endeffekt das übernimmt, dass das Licht angeschaltet wird. Ich denke, dass dieser Bewegungsmelder auch weitaus mehr steuern kann als nur das Licht. Ich denke, das ist über die Hue dann ganz frei programmierbar. Ich selbst benutze ja Apple Home. Das heißt, ich gucke auch nachher, wie bekomme ich diese Hue dann auch mit meinem Apple Home verbunden oder ob das dann halt nur über die Hue funktioniert, über die Bridge. Inhalt. Inhalt soll hier sein, die sind zweimal AAA-Batterien und ein Bewegungssensor. Und er soll auch Licht und sowas erkennen. Das heißt, wenn es Tag ist und hell genug ist, dass er dann nicht das Licht anschaltet. So, vom Aufbau her eigentlich eine ganz simple Verpackung. Wie gesagt, es soll nicht viel drin sein. Im Endeffekt haben wir hier die Sachen auch ganz schnell erklärt. Also, hier ist dieser Bewegungssensor drin. Und hier haben wir noch eine Halterung. Diese kann man an der Wand befestigen. Es ist alles dabei, sogar ein kleiner Dübel und halt so ein kleiner magnetischer Pinöppel. Das ist ganz witzig. Das heißt, ich mache mir so einen kleinen Magnet an die Wand. Hinten an der Hue dran ist dann ein Loch nochmal drin und da kann ich dann die Hue aufhängen. Das heißt, das wäre an der Wand. Ich hole das Teil und zack, ist das hier drin. Das ist eigentlich schon der ganze Inhalt, den wir hier haben. Hier haben wir noch eine Anleitung. Und wie gesagt, hier ist noch Haltematerial, um das Ding tatsächlich auch an einer Wand festzumachen. Es gibt zwei Schraubenlängen dazu. Und das ist eigentlich schon das ganze Bohai, das hier in der Verpackung drin ist. Den Bewegungsmelder einzurichten ist wirklich sehr einfach. Also, über Apple Home funktioniert es nicht, das muss ich gleich sagen. Es funktioniert über die App der Hue Bridge. Hierzu müsst ihr einfach die App öffnen. Ihr geht auf Einstellungen. Dann seht ihr hier eine Leiste mit Sachen, die ihr einrichten könnt. Neue Lampen, neue Zimmereinstellung oder neue Hue Bridge oder sowas. Und hier geht ihr einfach auf Einrichten des Zubehörs. Hier unten habt ihr nochmal ein Plus. Da könnt ihr sagen, mach mir was Neues dazu und hier habt ihr schon gleich die Auswahl, was möchtest du an Zubehör einfügen, und zwar den Hue Tap Switch, den Hue Dimmer Switch oder den Hue Motion Sensor. In diesem Fall den Hue Motion Sensor. Dafür muss man einfach den Plastikstreifen an dem Sensor entfernen, sodass die Batterien Kontakt haben. Dann fängt das Teil an zu blinken. Ihr drückt hier unten auf LED blinkt. Dann verbindet sich der Sensor automatisch mit eurer Bridge oder mit eurem Programm hier. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich gehe auf Abbrechen. Hier habe ich den Bewegungssensor. Dem kann ich dann einen Namen geben. Ich habe ihn jetzt ganz kreativ Bewegungssensor genannt. Habe ihm gesagt, du bist für mein ganzes Haus zuständig. Das heißt, wenn ich meine Wohnung betrete oder mein Haus betrete, dann gehen alle Zimmer an. Ich habe ihm gesagt, dass es dann gedimmt sein soll, in welchem Zeitraum er arbeiten soll, wie lang er den vorhandenen Zustand dann halten soll und, und. Hier könnt ihr noch Tagesempfindlichkeit und Bewegungsempfindlichkeit einstellen und dann war es das schon. Also, Installation super easy. Anwählen, auswählen und schon geht das Ganze. Nun ist es so, ist es auch so einfach, wenn man es benutzen will. Ich sage ganz klar, es ist super einfach, das Ding zu benutzen. Ich zeige es mal ganz kurz hier so. Ich habe das Ding ja für mein ganzes Haus eingerichtet. Das heißt, sobald ich den Bewegungssensor aktiviere, dann geht alle Lichter bei mir im Haus an. Also auch hier meine Küche, die hier oben im Moment aus ist. Ich gehe mal ein bisschen um die Ecke rum. Den Sensor habe ich da auf dem Tisch. Den sieht man jetzt hier stehen. Das ist der Sensor. Das heißt, sobald ich mit meinem wunderschönen Körper da reingehe in die Küche, dann wird das Licht angehen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Probieren wir es aus. Also, ich gehe jetzt hier einen Schritt rüber und tada, das Licht ging an. Also,
Der Sensor, der jetzt hier hinten auf dem Tisch steht, hat mich erkannt und hat jetzt das Licht angemacht. Ich finde das sehr praktisch. Wie gesagt, wenn man nach Hause kommt, dann ist es ja oft so, dass man das Licht sowieso anhaben will und dann kann das auch der Sensor machen. Das ist, denke ich, der richtige Weg zum Smart Home, weil das halt wirklich smart ist. Und mit diesem Pinöppel, den wir hier haben, können wir natürlich an die Wand irgendwo eine Halterung aufsetzen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, was mir jetzt aufgefallen ist. Und zwar habe ich hier im Flur einen Heizkörper stehen. Und der hier, der geht natürlich auch so, dass der ganze Flur hier ausgestrahlt wird. Und weil der Pinöppel magnetisch ist, kann ich ihn einfach holen. Hier drauf, den Bewegungssensor drauf, habe den kompletten Flur abgestrahlt damit und muss kein Loch bohren und gar nichts und kann den einfach benutzen. Und das wäre auch sehr gerne Tipp von mir, um das Ganze noch ein bisschen intelligenter zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte den Daumen hoch. Wenn nicht, dann bitte spart's euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.